So, unsere Orkine hat es sich wieder bequem gemacht? Kaum noch. Ja, das hat sich ja bequem gemacht. Ja. Ich spreche mal mit Sai Haider. Denn dieser hat etwas gesagt. Schönen Tag, Besucher. Wie kann dieser euch behilflich sein? Kommandant Ortin hat uns gebeten, Thalaes zu suchen. Wo sollten wir uns eurer Meinung nach umsehen? Ah, Thalaes. Sie bereitet ihrem Bruder solche Sorgen. Sie hat diese gefragt, wo wir die Scharfwurzelflocken verwahren. Ratsherrin Abor streut sie sich auf jedes Essen. Sai Haider hat ihr gesagt, sie sind in der Speisekammer, aber man braucht dafür den Schlüssel aus der Küche, um die Tür aufzuschließen. Scharfwurzelflocken. So, hier hinten sind noch zwei. Moin. Schnappt euch einen Besen und fangt an zu fegen. Was? Nein, das ist Thalaeses Aufgabe. Und seht ihr Thalaes irgendwo? Nein? Dann fangt zu fegen an. Es ist schwer, gutes Personal zu kriegen, ja? Aber nicht. Mit der wo? Klare Aussage, ja, wir spielen erst mit der Reliquie. Noch ein neues Gesicht in der Feste? Erst Ratsherrin Arbor, nun ihr und diese niedliche Waldelfin. Hört mal, ich würde wirklich gern plaudern, aber Thalaes hat sich verzogen und mir all ihre Aufgaben überlassen. Ich versuche, Thalaes zu finden. Wisst ihr, wo wir suchen könnten? Sie hat der Ratsherrin ihr Essen gebracht und ist nicht zurückgekehrt. Habt ihr im Wachturm nachgesehen? Arbor ist zwar schon etwas älter, doch vielleicht wollte Thalaes ihre Gunst erlangen, wenn ihr wisst, was ich meine. Arbor riecht nach Angst. Vielleicht findet Thalaes das anziehend. Was meint ihr mit riecht nach Angst? Nun, sie benimmt sich wie ein verängstigter Goar, seit sie hier eingetroffen ist. Bleibt eingeschlossen im Wachturm. Lässt immer nur einen Dienstboten auf einmal herein. Und sie verbrennt Papiere. Irgendwelche Dokumente. Sie ist außer sich vor Angst, wenn ihr mich fragt. Also wusste sie schon mal etwas. Aufmerksames Mädel. So. Ich will nicht den Inhalt hier, ich will mit Miserbar. Wir wollen mit dieser sprechen. Mit dieser. Die Dienstboten kommen in die Küche, um zu tratschen und zu plaudern. Das duldet diese nicht. Misaba bittet darum, dass ihr sie nicht über Gebühr ablenkt, da sie ohnehin schon von Natur aus faul sind. Was genau wollt ihr denn? Kommandant Ortin hat uns gebeten, Thalaes aufzuspüren. Wisst ihr, wo sie sein könnte? Das habe ich gerade eben in dem Raum auch schon gesagt. Das hättet ihr doch mithören können. Diese junge Frau, sie ist nicht aus dem Wachturm zurückgekehrt. Daher blieben ihre Pflichten vernachlässigt. Und sie hat den Speisekammerschlüssel dahin mitgenommen, wohin sie verschwunden ist. Er hängt nicht mehr an seinem Haken. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Küchenregeln. Ein ganz klarer Verstoß. Wo ist die Speisekammer? Die Speisekammer ist im Keller, aber die Tür ist auf der anderen Seite des Gebäudes. Thalaes murmelte etwas darüber, wie sehr die Ratsherrin Schafwurzelflocken liebt. Dann schnappte sie sich den Schlüssel und das Tablett mit dem Essen, bevor sie abzog. Diese hat sie seitdem nicht mehr gesehen. Guck, lasst uns reden, bevor wir in der Speisekammer nachsehen. Auf dem Tisch, Süßkringel. Kuchen. Eintopf. Ich nehme den Kuchen näher an. Lieber nicht, ich bleib bei den Süßkringeln. Also, naja. Ah ja, Tintenfisch. Nicht unbedingt das, was ich mir so unter nicht leckeren ganz Kuchen vorstelle. Aber die Süßkringel sehen gut aus. So, Schaumpfeil. Hier ist er. Also, was haben wir erfahren? Ratsherrin Arbor hatte Angst, doch das ist verständlich. Interessant ist, dass sie Unterlagen verbrannt hat. Ihr Tagebuch deutet darauf hin, dass sie mehr wusste als die anderen. Und Thalaes ging in die Speisekammer, bevor sie sich zum Wachturm aufmachte. Also das muss man ihr lassen, denn wir müssen der jetzt nicht alles erzählen, sondern sie hat zugehört und wiederholt das jetzt alles nochmal. Nett. Aufmerksames Mädel. Ja. Meint ihr, wir sollten einmal in der Speisekammer nachsehen? Kann nicht schaden. Und eines haben mir alle Kriminalromane beigebracht, die ich je gelesen habe. Man geht jedem Hinweis nach und mag er noch so unbedeutend wirken.
Sehen wir in der Speisekammer nach und finden wir heraus, ob sie dort nach mehr als nur Scharfwurzelflocken gesucht hat. Allein die Frage, ob man da jetzt nachsehen sollte, war schon... Was hätten wir denn jetzt sonst machen sollen? Ach, hier ist die Tür. Doch der einzige Hinweis, den wir noch haben. Aber gut. So. Müssen wir da jetzt aus dem Gebäude wieder raus? Oder auf der anderen Seite? Irgendwas auf der anderen Seite vom Gebäude war, das hatte ich gesagt, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich laufe gerade einfach nur erstmal hinten lang. Ich sehe hier irgendwas. Hier. Ich sehe hier irgendwas. Also irgendwas hier ist da. Hier, Speisekammer, der feste Blaublut. Klappe auf und rein. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Eine Tote. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Ja, ich meine den kleinen Raum hier vorne. Und dann danach. Ja, ich hätte vielleicht mehr Luft dazwischen lassen sollen. Ach so, das war jetzt nicht in einem Zusammenhang gedacht. Das war... Thales ermordet! Okay. Also vermute ich, wenn Thales nicht die Assassine war, kann es natürlich sein, dass Thales überrascht wurde. Die Assassine als Thales, sich als Thales ausgegeben hat, dort reingegangen ist und dann ermorden konnte und dann über mit dem Seil nach oben entkommen ist. Mein Gott, du bist ja ein Fuchs. Kleines Mirre. Wer kennt noch Smirre? Ich sehe nur eine mysteriöse Notiz. Das ist eine Hand. Wie immer. Warum sollte denn die dunkle Bruderschaft... Oh nein, wir müssen uns unterhalten. Ja, dann reden wir eben. Ja, ich erwische sie gerade, nee. Ach so. Die steht in meinem Bär. Okay. Alles klar. Ich glaube, ich bin dahinter gekommen. Der Assassine ist Thales hier hinein gefolgt, hat sie ermordet und ihren Platz eingenommen, damit er in den Wachturm gelangen konnte. Ziemlich schlau, doch er hätte sie nicht umbringen müssen. Ich sag doch, du bist ein kleines Mörre. Die hat mir gerade zugehört. Klingt das wie das übliche Vorgehen der dunklen Bruderschaft? Nein, zumindest nicht nach dem, was ich so gelesen habe. Ich dachte, sie würde nur jene töten, deren Namen in ihren Kontrakten auftauchen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand um den Tod einer armen Dienstbotin bittet. Sollten wir nach Leavind zurückkehren und Ratsherr Lovinicus und Hauptmann Rian Bericht erstatten? Ja, aber wir müssen erst nach Ratsherrin Valeria sehen. Und jemand muss nach Gideon und sicherstellen, dass es Ratsherr Vandasia gut geht. Kann ich euch diese Aufgabe überlassen? Ich will nach Leavind zurückkehren und mich mit Ratsherr Lovinicus besprechen. Okay, wir sind wieder die Boten. Ja... Ich kann nach Valeria und Vandasia sehen, aber wir müssen auch Kommandant Ortin über diesen Mord in Kenntnis setzen. Oh, da ist was dran. Meldet euch bei Kommandant Ortin, ehe ihr loszieht. Erzählt ihm, was Thales zugestoßen ist. Und wie wir vermuten, dass der Assassine unentdeckt in den Wachturm schlüpfen konnte. Seine Brigadiere müssen den Hochstapler erkennen, wenn sie ihn sehen. Ich werde dem Kommandanten Bericht erstatten, die beiden restlichen Ratsmitglieder benachrichtigen und euch dann in Leavind treffen. Und wiederholen wir jetzt bitte nicht nochmal alles. Nach eurer Meldung beim Kommandanten stellt ihr Kontakt zu den Ratsmitgliedern Valeria und Vandasia her. Valeria ist in die Gezeitenhöhle gegangen, um ihre Aufzeichnungen zu holen. Vandasia arbeitet im Gerichtsgebäude von Gideon. Angeknackste Eicheln! Plötzlich überkam mich ein äußerst seltsames Gefühl. Was hat die denn mit ihren Eicheln? Also, die hatte schon einen Eichelpo, ne? Und jetzt sind es angeknackste Eicheln. Also, das wäre natürlich ein richtig krasser Spruch. Ja, wenn du auf Arbeit stehst, angeknackste Eicheln, sind hier schon wieder los. Ich glaube, die laufen alle rot an. Emily, geht es euch gut? Ja, nein, ja, ich weiß es nicht. Wir sprachen über die Ratsmitglieder, Valeria und Vandasia. Plötzlich hatte ich eine Vorahnung. Sie war kurz, verstörend und etwas unangenehm. Das kenne ich. Wie die Träume, die mich heimsuchen. Doch das war das erste Mal, während ich wach war. Also bei solchen Eicheln wäre das für mich auch kurz, verstörend und etwas unangenehm. Erzählt mir von den Träumen. Erinnert ihr euch an das seltsame Buch, das ich gefunden habe? Das in dädrischer Schrift verfasste, das ich nicht lesen kann? Ich habe Albträume, seit ich es gefunden habe.
Und die Träume werden häufiger. Dieses Mal geschah es tatsächlich, während wir uns gerade unterhielten. Erzählt mir von der Vorahnung. Es war nur ein Aufblitzen, aber es ging mit einer Empfindung einher. Ich fühlte ein alles überwältigendes Böses, vereint in einer Gestalt, die ich vor meinem geistigen Auge sah. Als ob mir jemand kurz ein Porträt vors Gesicht gehalten hätte, nur um es gleich wieder wegzuziehen. Wie sah die Gestalt aus? Es war ein Kultist der erwachenden Flamme, glaube ich. Jemand Mächtiges, ein Oberhaupt, eine dunkle Silhouette gehüllt in einen Mantel. Ich werde nie das Gefühl vergessen, das sie in mir hervorrief. Es war eine Welle der Hoffnungslosigkeit. Damit können wir uns später herumschlagen. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Alles klar. Aber dieser mächtige Kultist könnte wohl dann in Richtung einem Gegner sein, ne? Könnte sein. So, erstmal zu Ortin, ne? Genau. Ortin. Hier bin ich wieder. Nun gut, ihr habt mit den Dienstboten der Feste gesprochen und in unserer Speisekammer herumgewühlt. Wie lautet das Urteil? Habt ihr die verschwundene Dienstbotin gefunden? Thales ist in der Speisekammer. Der Assassine hat sie ermordet. Er gab sich als sie aus, um in den Wachturm zu kommen. Das ist ja grauenhaft. Seid ihr euch sicher? Nein, natürlich seid ihr euch sicher. Niemand würde bei so etwas lügen. Ich werde ihrem Bruder erzählen, was vorgefallen ist, und jemanden schicken, der sich um die Leiche kümmert. Ihr Götter, was war das nur für ein Tag? Da hat er's wieder getan, ihr Götter. Ja. Und schämt er sich so ganz erstaunt. Wieder zusammengezuckt ist. Ja. So. Jetzt sollen wir ein Ziel erfüllen. Vandazia oder Valeria? Gideon ist hier oben rechts. Gideon wäre da und Valeria wäre in der Gezeitenhöhle. In der Gezeitenhöhle. Wo wollen wir hin? Schau. Den kürzeren Weg oder zur Stadt? Entscheiden Sie sich jetzt. Boah, setz mich nicht so unter Druck. Ich kann mit Entscheidungen nicht gut umgehen. Aber jetzt. Also mir ist das egal. Dann gehen wir in die Gezeitenhöhle. Gut, dann gehen wir in die Gezeitenhöle. Wir hoffen ja, dass mal in Gideon vielleicht mehr los ist und dass die dort auch gut aufpassen. Bei Valeria wissen wir ja, da ist nur einer dabei. Ja, aber wer vermutet dann, dass die in der Gezeitenhöhle ist? Was die Assassinen wissen vielleicht doch mehr, als wir ahnen. Tun. Hallo? Hallo? Wir sind so wild und froh. Ich laufe völlig falsch. Weil ich einfach den Weg lang laufe. Ich muss abbiegen. Mhm. Hinab. Hinauf. So, da vorne bist du. Ist ein Skelett. Guten Tag und eine Axt. Axt kann ich mitnehmen. Habt ihr die Axt geklaut? Oh, ich nehm's auch mit. Wird dich ja nicht stören, ne? Hm. Skeletti. Um die Kurve. Und wieder um die Kurve. Hoffentlich nicht gerade Flut. Ich höre nasse Füße. Stell dir vor, wäre nach Gideon gelaufen, wäre viel längerer Weg. Ist es doch eigentlich schon hier irgendwo, weil in der Gezeitenhöhle waren wir ja schon mal. War noch. So, jetzt hier oben. Doch nach unten. Keine Ahnung, ich lauf gerade einfach noch. Hier geht's ran. Ich stehe in den Sack, und was? Mache Sack auf. Und dann ist was. Ich gehe rein. Okay. Wir sind wieder einmal in der Gezeitenhöhle. Lang ist's her. Oh, müssen ein bisschen Sand rennen. Ist aber auch nicht so, als wäre es so groß.
Ja, es ist auch nicht. Nehmen wir Gegner, damit wir wieder ein bisschen Action in die Folge bringen. Ist ja nicht schon genug Action mit angeknacksten Eicheln? Ja, das ist auch schon Action genug. Der war auch schnell weg. Achso, da ist noch einer gekommen, der mitgekämpft hat. Also hier kämpfen noch ein paar andere. Schon gewundert, die sind so schnell tot. Das hatte mich etwas erstaunt. Den Fackelkäfer will ich nicht mitnehmen. Ich will nur in das Fass reingucken. Willst du schon wieder ein Fass aufmachen? Ja. Ja, mal die schönste. Stand gerade direkt neben der Zecke. Ja. Und hab die in Großaufnahme gesehen. Los geht's! Was ist denn hier hinten? Ein Feuer. Ein bisschen Skelett, ne? Warum drücken die hier? Scheint ganz schön zu kämpfen. Mhm. Hier ist wieder so ein Hund. Oh, ich sollte auch mal meine Sachen reparieren. Bei mir steht ganz groß beschädigte Gegenstände. Hast du kein Reparaturmaterial im... Das kann man direkt hier in den Tacho nehmen. Ich mal schauen. Ja, ja, das kannst du. Ich glaube bei... Materialien... Nee. Ist das bei dir auch Verbrauchsgegenstand? Gibt's auch. Nee, Vorräte gibt's. Nutzgegenstände? Nutzgegenstände mal hier auch. Oder? Beste Schatz, Verzauberung, Kronenstärkungsmal. Und was haben wir in der anderen Richtung? Reparaturmaterial. Genau. Jetzt wird alles repariert. Ach so, okay. Wie geht die Nachricht wieder weg? Jetzt, okay. Hier ist es ja gemütlich. Ne, hier waren wir ja schon mal. Ist ein Bücherregal. Ist gemütlich geblieben, ne? Der Söldner. Ein klein wenig später und ihr hättet eine leere Höhle gefunden. Dann haben wir ja Glück. Ist doch da? Ja. Ich bin hier. Euer Zeitgefühl ist wirklich unfehlbar. Wir haben bereits meine Aufzeichnungen eingesammelt und wollten gerade aufbrechen. Doch welche Nachrichten gibt es von den anderen Ratsmitgliedern? Hat eure Warnung sie rechtzeitig erreicht? Die Ratsmitglieder Sophus und Abo wurden ermordet. Genau wie Jirich. Ihr müsst zum Kastell Leerwin. Alle drei? Das sind entmutigende Nachrichten. Nun, ich werde meine Aufzeichnungen nach Leerwin bringen. Vielleicht kann ich zusammen mit Ratsherr Lovidicus die vergangenen Ereignisse ergründen, die uns nun zu schaffen machen. Was für Aufzeichnungen habt ihr hier unten verwahrt? Oh, nur was sich in einem Leben als Staatsdienerin und Bürokratin so ansammelt. Vor allem Finanzaufzeichnungen, aber auch Protokolle, Hauptbücher und derlei Dinge. Klingt öde. Ich war für den Staatshaushalt und die Finanzen sowie für die Erhebung von Steuern und für öffentliche Aufträge zuständig. Und ich habe alles makellos verzeichnet. Öde Finanzen. Das hätte ich sein können. Dir hätte das blaue Kleid bestimmt auch gut gestanden. Okay. Wir haben Jirichs Akten dort gefunden, wo ihr sagtet. Lovidicus hatte nach jemandem geschickt, der sie entschlüsseln soll. Das freut mich zu hören. Kaiser Leowig hat gern Dinge in verschlüsselten Dokumenten verborgen. Doch was ist mit Ratsherr Vandasia? Wissen wir, ob er in Gideon noch sicher ist? Ich werde Ratsherr Vandasia als nächstes warnen. Perfekt. Erinnert ihn daran, dass er zu alt ist, um den Helden zu spielen. Ich will ihn lieber früher als später im Kastell Leerwin sehen. Diese Brigadisten werden dafür sorgen, dass ich die Stadt sicher erreiche. Ich und meine Aufzeichnungen. Mögen die Götter euch behüten, Söldner. Und mögen die Hörner stets nach oben ragen. So, also wir haben der jetzt Bescheid gegeben und jetzt... Jetzt müssen wir zu Vandasia. Genau, jetzt gibt es hier einen anderen Weg raus, in den man wahrscheinlich nicht reinkommt. So war das doch, ne? Ja, irgendwie hier. Irgendwo. Irgendwann. Kommt man nach Dunkelfrost. Es wäre ja sonst einfacher gewesen, da einfach die Leiter nach unten zu klettern. Aber ich dachte, das war die Stelle, wo man nicht wieder... Ja. Genau, man kann ja nicht auf Öffnen gehen.
Das ist grau. Das ist ausgegraut. Und der andere ist ja in... Müssen wir trotzdem nach Gideon. Ja, das ist eigentlich egal gewesen, ne? Ja, jetzt können wir zum Schrein gehen und dann halt umschreien. Umschreien? Rumschreien beim Schreien? Wie lange muss ich denn? Einfach der Nase nach. Oh, man hier, Weißkopf. Oh, ein Bär. Hier liegt ein Buch. Hier liegt ein Bär, so. Warte, wo ist das Buch? Gehört er das auch dazu? Nein. Aber ist egal. Es ist ein Buch. Es gehörte nicht zu den 10 verfluchten Buchen. Buchen. Ich möchte bitte an diesen... Die verfluchten Buchen. Kann ich gar nicht. So. Du Großhase stirbst. Und bringst Innereien. Ich habe von dem Bär die Galle mitgenommen. Oh. Bist du wieder gallig? Ja, genau. Bist du ein Gallier? Ja. So, ich geh mal nach Gideon. Achso, nimmst du mich mit? Dann komm. Ich bin schon unterwegs. Achso. Und wenn wir angekommen sind, war es das auch schon wieder. Oh nein. Ja, das war's dann schon wieder. Ich bin eher da als du. La Bitch. Das ist ja nichts Neues. Du spielst ja auch in einer anderen Auflösung. Achso. Sie spielt in 1080p. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ich spiele in 1440. In 21:9. Selber schuld. Sieht aber schön aus. So, jetzt stehen wir hier. Hat er gerade gesagt, ich sehe schön aus? Habt ihr alle gehört, ne? Natürlich, was soll ich denn sonst behaupten? Okay. Das nächstes Thema, Mal im blauen Auge. Das Thema ist jetzt klar besprochen. Diskutieren wir jetzt noch aus. Genau, und das sehen wir uns dann das nächste Mal wieder, hoffe ich. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen. Tschüssi.